Am 23. Juli 2018 verstarb die syrische Schauspielerin und Aktivistin Mais Graf unerwartet an einem Herzinfarkt in Paris. Als bekannte syrische Schauspielerin lehnte sie sich gegen das Assad-Regime auf und wurde 2011 verhaftet. Seitdem gilt sie als Symbolfigur des Widerstands. Nach erneuter Verhaftung in Syrien emigrierte sie 2013 nach Frankreich. Am 28.06.2016 war sie hier im Max-Gorki-Theater. Es gab eine Aktion des Zentrums für politische Schönheit mit dem Titel Flüchtlinge fressen, Not und Spiele. Mais Graf verlas einen offenen Brief der Tiger an die menschliche Bevölkerung. Für alle, die sich nicht mehr erinnern, die Erinnerung vor dem Maxim Gorki Theater war ein Käfig aufgebaut, in dem vier echte lebende Tiger waren. Diese Tiger wurden dann irgendwann wieder wegtransportiert und hinterließen einen offenen Brief. Liebe Menschen in Deutschland, der Zirkus hat ein Ende. Wir sind nicht mehr da. Schauen Sie sich um. Sie sehen, was wir in den letzten Tagen gesehen haben. Sie sehen ein Stahlgitter, dahinter eine Gerüstkonstruktion. Sie sehen zerhacktes Holz am Boden. Was Sie nicht sehen, ist der geschlossene Raum. Wir haben die vierte Wand mit uns genommen, die Wand, die die Darsteller vom Publikum trennt. Für uns war während der letzten zwei Wochen die Festung geschlossen. Wir waren Schauspieler. Wir spielten euch. Wir lebten in einem Käfig, bekamen besser zu essen als sonst, lebten verhältnismäßig komfortabel. So wie ihr. In einem deutschen Lied heißt es, jeder geschlossene Raum ist ein Sarg. Genauso fühlten wir uns hier. Wie Maden im Speck, sicher, aber allein. Unser Blick nach draußen war der Blick durch die Scheibe, die Sie am Ende des Käfigs sehen. Der Blick war getrübt durch ein Gesetz, das uns abschirmt vor dem Außen, uns trennen soll von der Welt. Durch die Scheibe sahen wir einen deutschen Sommer. Menschen in leichter Kleidung, bewaffnet mit Fotoapparaten, betrachteten uns. Polizistinnen auf Fahrrädern mit lustigen Helmen blieben stehen. Wir sahen den Frieden, eine Stadt, die sich an den Frieden gewöhnt hat. Wir sahen ein ordentliches Pflaster, das Blut nicht mehr kennt. Es ist lange her, dass hier Leichen herumlagen. Es ist lange her, dass hier Panzer standen. Aus unserer Festung blickten wir auf eine Landschaft des Friedens. In euren Augen sahen wir vieles. Zum einen Angst. Angst vor uns. Vielleicht Angst vor euch selbst. Zum anderen Mitleid. Die armen Tiger, sagten eure Augen, sie werden benutzt und eingesperrt. Aber ihr alle wusstet, wir sind hier, um euer Mitleid zu beschämen. Die meisten von euch aber waren verwirrt, denn wir gehörten nicht hierher, in diesen deutschen Sommer des Friedens. Wir waren das falsche Bild in euren Augen, eine Störung. Wir waren für zwei Wochen ein Fehler im System, in einem System, das voller Fehler ist. Unser Mitgefühl mit den Menschen ist grenzenlos. Wir bewundern eure Intelligenz und Stärke, selbst wenn sie unser Aussterben bedeutet. Aber wir können euch nicht verstehen. Ihr lasst eure Kinder sterben. Ihr habt Mitleid mit uns, aber euren Schwestern und Brüdern versagt ihr den Schutz? Wir haben abgestimmt. Sollen wir das hier zu Ende führen? Sollen wir diese mutige Frau, die wir lieben, sollen wir sie töten, um den Menschen zu zeigen, dass sie sich selbst vergessen haben? Lange waren wir der Meinung, dass wir es tun sollten. Keiner von euch rechnet mit diesem Ende und ein Schauspieler will immer ein Ende spielen, mit dem die Zuschauer nicht rechnen. Wir haben uns dagegen entschieden. Wir verlassen die Arena erhobenen Hauptes, aber voller Verzweiflung. Es wäre falsch, etwas im Theater zu Ende zu bringen, das noch lange nicht zu Ende ist. Wir werden nicht Teil eurer Logik des Tötens sein. Wir sind Raubtiere. Wir töten, um uns und unsere Kinder zu ernähren. Wir töten, wenn wir in Todesgefahr sind.
Hier sollten wir töten, um zu zeigen, dass ihr wie Tiere handelt. Aber ihr handelt nicht wie Tiere. Ihr habt euch von uns entfernt, um besser zu sein als wir. Aber ihr habt den Pfad des Tötens nicht verlassen. Das können wir nicht darstellen. Wir sagen das Finale ab. Wir ziehen uns zurück. Im Namen der Tiere lassen wir euch mit eurem Dilemma allein. Wir sind nicht die Lösung. Wir sind die traurigen Darsteller eures Untergangs. Der ist zu real, um gespielt zu werden. Die Katharsis findet nicht mehr statt. Wir werden jetzt in einer Nachtfahrt zurück in unseren kleinen Zirkus an die französische Grenze fahren. Vielleicht sehen wir uns bei Gelegenheit. Vielleicht werdet ihr dann für eine Sekunde denken, dass diese Welt anders aussehen müsste. Die Bildstörung ist beendet. Wir übergeben die Bühne an die Europameisterschaft. Möge der Bessere gewinnen. Das war ein Brief, den Tiger uns hinterlassen haben. Erlauben Sie mir, Mace Garf, nun einige persönliche Worte. Am vergangenen Freitag traten die Politiker Deutschlands zusammen und hatten die Gelegenheit, ein Gesetz abzuschaffen, das eine Schande für dieses Land und Europa darstellt. Sie haben diese Chance nicht wahrgenommen. Das heißt, für viele Geflüchtete, sie gehen in den Tod. Das heißt, für die Politiker, sie unterstützen ein Gesetz, das den Tod produziert. Mir bleibt eine einfache Frage. Warum? Sie ist nicht beantwortet worden. Die Antwort wäre sehr lang. Sie würde von Verdrängung und von Vergessen handeln, von Kolonialismus und von Krieg, von Geld und von Geschäften, vor allem aber von Angst. In meinem Land herrscht ein Mensch, der aus Angst vor seinem Volk einen Krieg gegen uns begonnen hat, der immer noch wütet. Ich höre die Antwort des deutschen Parlaments und sehe darin wieder Angst. Angst vor uns, vor den Geflüchteten, vor den Fremden, aber auch die Angst vor dem eigenen Volk. Sie sind heute gekommen, um meine Entscheidung zu hören. Sie sind gekommen, weil ich versprochen habe, zu den Tigern zu gehen, wenn die Politik so reagiert, wie sie tatsächlich reagiert hat. Es gibt nichts Schlimmeres für eine Schauspielerin, als die Erwartungen des Publikums zu enttäuschen. Ich befinde mich in dieser Situation. Ich werde sie enttäuschen. Ich werde nicht zerfleischt werden. Gerne würde ich Ihnen eine große Show bieten. Gern würde ich vor Ihnen schreien um mein Leben, um Sie alle zu erschüttern. Aber ich kann Ihnen diese Bilder nicht schenken. Was wäre mein Schrei gegen die ungehörten Hilferufe nachts auf dem Meer? Ich verlasse das Theater. Ich werde meiner Rolle nicht gerecht. Ich gebe sie an euch ab, an die weiße Bevölkerung Europas. Ihr seid es, die in den Käfig gehen müssen. Denn mein Tod hätte in den Augen eurer Politiker kein Gewicht. Ihr müsst übernehmen. Ich bin gescheitert. Das Gesetz ist geblieben. Menschen werden weiter deswegen sterben. Wendet eure Enttäuschung von mir auf jene, die euch vertreten. Ich werde gehen. Ich gehe in diese Stadt und werde eine unter vielen sein. Vergesst mich. Vergesst die Tiger. Denkt an euch und daran, was für Menschen ihr sein wollt. Ich wäre gern die Unruhe in euren Herzen. Danke.